Hallo, hier ist die Rose. Das ist ein Video in eigener Sache für eine große Sache. Und zwar hat der Wjatscheslaw Seewald eine Petition in die Welt gesetzt, wo es darum geht, einen alternativen Informationsfluss zu gestalten. Und zwar von dem Sender Russia Today. Hier ist die Seite. In der Videobeschreibung findet ihr noch mehr. Ja, und wie es der Zufall will, finde ich am selben Tag hier ein Video auf YouTube, wo der ehemalige Bundestagsabgeordnete Willy Wimmer sagt, wenn man wissen will, was in der Welt so vor sich geht, so soll man auf keinen Fall ARD und ZDF schauen, sondern besser die ausländischen TV-Sender, unter anderem Russia Today. Ich gebe diese Links unten in die Videobeschreibung. Es ist sehr wichtig, wir brauchen 500.000 Unterschriften innerhalb eines halben Jahres. Dann geht eine Delegation nach Russland und erbittet diesen Sender auf deutsche Sprache im deutschen Raum. Ich freue mich, wenn ihr viel unterzeichnet und bitte dieses Video und die Links weiterreichen. Alles Gute, bis dahin. Tschüss, die Rose.